dem Liebesfall, ganz verschieden überall. Hier küsst man die Hand, dort küsst man den Mund, doch am Kongo treibt man's bunt. Der verliebte Bimbambulla schreit am Abend Hulla Hulla und er rennt zu seiner Schwarzen Alala. Huhu, wie verliebte Papageien, küssen sie des Nachts im Freien, dann verschwinden sie im Urwald, tralala. Haha, die Sterne leuchten silberhell, die Nacht ist schwül und heiß, es raschelt das Bananenlaub, ein Stimmchen flüstert leis. Ach, geliebter Bimbambulla, mach doch einmal Hula Hula, und er fletscht die weiße Zähne und sagt nur, ich fahr mit meiner Clara in die Sahara zu den wilden Tieren, denn mir wird immer klarer, ich muss die Clara unbedingt verlieren. Vielleicht kommt ein Löwe, oh Schreck, schnappt meine Clara mir weg und ich komm ohne Clara aus der Sahara ganz allein daraus zurück. Welch Glück! Überall schreit die Reklame, fahren Sie nach da und dort. Äußerst günstige Offerten sendet ihr fast jeder Ort. Fahren Sie an die See, auch Höhenluft ist prima. Hier empfiehlt man Schnee und dort ein heißes Klima. Gestern hat ganz raffiniert einer annonciert, in Surabaya, in Surabaya kocht man die Eier im heißen Sand. Ganz Surabaya brennt wie ein Feuer, das war Herrn Meier noch unbekannt. Er setzte harmlos sich auf einen Küstenstrich und hat sich fürchterlich dabei verbrannt. Au! Ganz Surabaya lacht über Meier und kocht die Eier im heißen Sand. Alle weinen um den einen, um Professor Friedrich Wilhelm Meier. Alle fragen, alle klagen, denn der Schmerz um Meier, der ist ungeheuer. Morgen geht er als gelehrt hier an den höchsten Punkt des Himalaya. Welch ein Schreck, er geht uns weg und alles fragt im Publikum, warum? Was macht der Meier am Himalaya? Wie kommt der Meier, der kleine Meier, auf den großen Himalaya? Rauf, ja, das kommt er. Ich frag mich aber, wie kommt er runter? Ich hab so Angst um den Meier. Er macht Rutsch und ist futsch. Meier reiste gern zu den Chinesen, denn von der Firma hatte er Vertrauen und Spesen. Ach, er hat ein Herz und er verlor es an ein gewisses Fräulein Kikikokolores. Einst sagte Meier, hör mal zu, mein liebes Kindchen, leih mir dein Mündchen, ein schwaches Stündchen. Doch die Chinesin sagte drauf, mein lieber Dicker, was heißt hier Mündchen? Du bist wohl schicker. Bei den Chinesen küsst man die Base, nicht mit den Lippen, nein, mit der Nase. Und auf Chinesisch heißt mein Kind, ich liebe sie. Hachi, 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 hachi. Liebst du hier die Frau von deinem besten Freunde? Kann's passieren, dass er's merkt und dich erschießt. Doch die Chinesen mit ihren Nesen, die sagen, wat, ich hab hachi gesagt, ich hab doch bloß genießt. Meine Damen und Herren, jetzt wollen wir mal schauen, ob Sie auch aufgepasst haben bei unseren wertvollen Reisetipps. Guck mal hier. Bei den Chinesen küsst man die Base nicht mit den, nein, mit der. Und auf Chinesisch heißt mein Kind, ich liebe sie. Liebst du hier die Frau von deinem besten Freunde? Dann kann's passieren, dass er's merkt und dich erschießt. Doch die Chinesen mit ihren Niesen, die sagen, was, ich hab Hachi gesagt, ich hab doch bloß genießt. Hachi!